Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Stardew Valley. Die Geister sind uns heute nicht gut gesinnt, sie sind leicht verstört, na gut. Und der Wetterbericht sagt für morgen einen wunderschönen sonnigen Tag voraus. Ich lass mal meinen Blumenkranz weg, glaube ich. Und mir macht es zu schaffen, irgendjemand hat gesagt, also mir lautet eine gute Ach hat gesagt, dass ich ein Bündel abschließen kann. Und es ist nicht das Schmiedbündel. Ich habe eben gerade schon mal nachgeschaut. Mir fällt tatsächlich nur das Abenteurerbündel ein. Ansonsten bin ich tatsächlich komplett ideenlos, was er meinen könnte. Denn ich glaube, wenn ich hier mal so drauf schaue, Speisekammer habe ich... Ich dachte erst ein Aquarium, aber das geht nicht. Tresor war es, glaube ich, auch nicht. Das war ja das Geld jeweils. Das schwarze Brett, da bin ich auch nicht drauf gekommen. Verzauberer. Wir könnten den Wein abgeben. Ich habe aber keine Hasenpfote, keinen Granatapfel. Ich weiß nicht, wo ich Heu herbekomme, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht kaufen. Hier fehlt mir noch der Rotkohl und die Entenfeder, wo ich auch nicht weiß, wo ich die herbekomme. Hier fehlt mir eigentlich nur noch Pilz und die Geode, aber das kriege ich auch nicht. Und der Koch, da fehlt mir noch unglaublich viel, was ich kochen sollte. Ich komme einfach nicht drauf. Ganz ehrlich, ich komme nicht drauf. Deswegen gehe ich einfach ganz fröhlich und ohne große Dinge auf meinem Kopf meine Gießkanne suchen. Habe ich die Gießkanne hingetan? Da war die Gießkanne. Ich muss ja mein Kätzchen nicht gießen, aber ihm seinen Napf füllen. Bitte schön, mein Kätzchen. Bäume haben nichts für uns. Sagt unsere Höhle denn was? Auch nicht. Na gut. Ich werde heute diese... Oh, Moment. Auf drei. Hier. Wiggelwürmchen. Oh, eine Hühnerstatue. Haben wir davon nicht schon eine? Okay. Ich packe die mal hier rein. Da freue ich mich. Müssen Hühner wohl sehr geliebt haben. Nein, nichts für Gunther. Finde ich gut. Das Kätzchen lasse ich mal. Ich gehe jetzt ins Museum heute. Dann will ich nach der... Will ich unbedingt nach der Brücke suchen, an die ich auch erinnert wurde, dass wir die Brücke wiederhergestellt haben. Aber erstmal machen wir eben die beiden Bündel komplett, die ich tatsächlich komplettieren kann. Sammeln hier ein paar Sachen. Und dann gucken wir mal, was wir heute Schönes anstellen. Erstmal muss ich dringend im Community Center schauen. Nee, nicht im Community Center. Bei Pierres Laden gucken, ob wir wieder Geburtstage haben, die ich beinahe schon wieder vergesse. An Carolines haben wir ja zum Glück gedacht. Ich ärgere mich übrigens maßlos, dass ich nicht zu Emily gegangen bin, zu Louis. Das gucken wir mal. Ich brauche Aquamarin, falls es nicht zu viel Arbeit ist. Caroline. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Aquamarin haben. Wir gucken da einfach mal. Hat jemand Geburtstag? Oh, morgen hat Sebastian Geburtstag. Das ist schön. Und wir haben sogar eine gefrorene Träne, die wir ihm morgen schenken können. Okay, da muss ich unbedingt dran denken. Eine gefrorene Träne. Oh, es ist noch nicht offen. Schade. Okay, wenn noch nicht offen ist, dann werden wir da gleich hingehen zu Harvey. Ich plündere hier ein bisschen den Müll meiner lieben Nachbarn. Also, und grabe Wiggelwürmchen aus. Für Winterwurzeln und... Was ich heute machen könnte, das wäre eventuell ein rostiger Löffel. Den haben wir aber auch schon, oder? Den haben wir dem Museum bestimmt auch schon gegeben. Ich gehe nochmal an den Strand. Da können wir wieder Sachen sammeln. Ich wollte eben über die Brücke schauen, die repariert ist heute. Ins Museum gucken. Wir könnten ein bisschen angeln. Ich wollte eigentlich auch in die Mine runter. Diesmal ausnahmsweise nicht, um zu... Also um weiter in die Tiefe zu forschen, sondern tatsächlich um zu angeln. Moment, ich habe doch Elliots Tür gehört. Nicht? Ich dachte, ich hätte Elliots Tür gehört. Naja, gut, dann nicht. Eine Winterwurzel, eine Nautilusmuschel. Und ich habe mir überlegt, ich könnte, glaube ich, von ganz, ganz vielen Sachen die goldenen Exemplare verkaufen und einfach so eine Kiste anlegen, wo ich besondere goldene Dinge aufbewahre und ansonsten mich einfach von den Sachen trennen, denn ich glaube, ich übertreibe es ein bisschen mit dem Hamstern. Korallen, was haben wir denn hier jetzt noch an Platz? Ja gut, viel Platz haben wir nicht mehr. Macht aber gar nichts. Ich glaube sowieso nicht, dass ich so viel jenseits der Brücke... Oh, guck mal, da ist Vincent. Hi, Kleiner. Mama lässt mich heute nicht süßes mehr. Es ist gerade mal 10 Uhr morgens. Was hast du denn alles schon dich reingestopft, Kleiner? Die wird schon ihren Grund haben. Und da ist unsere liebe Penny. Hi, Penny. Ist dir nicht kalt? Ich freue mich schon darauf, wie dein Hof im Frühling aussehen wird. Oh, da freue ich mich auch. Bestimmt total frisch und wunderschön. Ich hoffe es sehr. Und hi, Jess.
Was? Hi. Ja, du sagst nie viel zu mir. Ich habe aber heute auch kein Geschenk für dich, mein Mäuschen. Wir gucken zu Harvey. Ja, und dann zum Community Center. Gerade beschlossen, bevor ich das vergesse und damit ich meinen Inventarlehrer bekomme. Das ist Maru, mit der kann ich auch plauschen. Ich fange mal. Wir heben uns das Beste zum Schluss auf. Hey, hast du irgendwelche Ideen für neue Gerätschaften, die ich bauen könnte? Ich vertraue deiner Meinung. Das ist lieb von dir, wo ich es mir schon so oft mit dir verscherzt habe. Hi, Harvey. Überarbeite dich nicht zur Reihe. Das verschreibt dir dein Arzt. Okay. Deine Gesundheit ist mir wichtig. Das ist Musik in meinen Ohren. Ich hab dich lieb. Irgendwann. Ich weiß, ich bin furchtbar, wie ich immer hype bei ihm. Okay, wir müssen hoch zum... Moment mal, du bleibst stehen. Hey, hast du es nicht satt, dass Leute dich dauernd über deinen Hof fragen? Ja, ein bisschen. Ja, mich nervt es jetzt nicht unbedingt, aber ist schon okay. Ich wette, du bist inzwischen ein ausgezeichneter Bauer. Ja, und tut mir leid, dass ich neulich nicht da war. Ich wollte wirklich und ich dachte, das kann man immer, aber das war bestimmt so eine einmalige Sache und ich, dumme Nuss, hab's vermasselt. Es ärgert mich ganz, ganz ehrlich. Wow, nochmal ein? Ernsthaft? Wie viele rostige Löffel liegen hier rum? War Joja unterwegs? Haben die hier Löffel ausgelegt? Da sind nochmal Würmchen. Die alte Puppe hatten wir, glaube ich, auch schon mal, oder? Ja, die alte Puppe hatten wir definitiv auch schon mal irgendwo ausgegraben. Dafür, dass die Abby. Moment, das muss ich einsammeln. Zack. Bleib stehen. Es ist so kalt. Ich wünschte, ich hätte eine heiße Tasse Kakao, die ich mit jemandem teilen könnte. Oh, ich würde schon eine mit dir teilen, aber mein Herz gehört leider diesmal zumindest dem guten Harvey. Okay, wir konnten abschließen. Das Bündel Schmied. Das müsste irgendwo hier drüben, glaube ich, sein. Hier unten müsste theoretisch der Heizraum, da müsste das Schmiedbündel sein mit dem Goldbarren. So. Die Lore wird repariert, wenn wir hier alles komplettieren können. Und wir bekommen als Geschenk einen Schmelzofen, einen weiteren. Das ist aber lieb. Und genau, das Abenteurerbündel können wir eben auch abschließen. Und dafür bekommen wir... Mal gucken. Einen kleinen Magnetring. Erhöht deinen Radius zur Aufnahme von Gegenständen ein wenig. Also er wird leicht erhöht. Jetzt fehlt noch der Geologe. Wir brauchen noch einen Feuerquarz. Ich wünschte, ich hätte einen, aber ich habe keinen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob der gute Acht das Bündel hier gemeint hat, das Abenteurerbündel oder nochmal ein anderes. Ich habe jedenfalls keins mehr gefunden. Falls jemand also mir das verraten möchte, ihr habt hiermit meine offizielle Erlaubnis, mir zu sagen, welches Bündel ich eventuell komplettieren könnte. Ich weiß es nämlich einfach nicht. Okay, wir gehen nach oben. Fischen, Angeln lohnt sich, glaube ich, heute nicht. Dafür haben wir zu wenig Platz. Da haben wir schon viel zu viel lustige... Da könnte ich aber eigentlich hier reingehen. Da ist Abby, da ist Demetrius, dem ich jetzt gerade einfach mal verzeihe, wie er mal so skeptisch war. Rede mit meiner Frau, wenn du dein Haus vergrößern willst. Das werde ich tun, aber die ist gerade nicht da. Ist Sebastian denn... Ja, er ist da. Perfekt. Hey du, morgen hast du Geburtstag, habe ich gehört. Hey, es ist manchmal schwer, neue Dinge zu finden, über die man reden kann, selbst nachdem du jemanden kennst. Entschuldige. Macht nichts. Ich wollte mich nur nach dir erkundigen und dir sagen, dass du dich auf morgen freuen darfst. Ich glaube, ich habe was Schönes für dich. Ist denn Robin irgendwo hier? Sieht nicht so aus. Ich kann mal noch in die Küche schauen. Aber da sieht's auch eher mau aus. Keine Robin weit und breit. Na gut. Dann gucken wir mal nach der... Nach Linus. Linus könnte ich... Ich habe gar nichts zu essen da... Oder ist das Essen? Ah, Winterwurst. Die könnte ich, glaube ich, vielleicht Linus geben. Schlimmstenfalls ist er uns böse, weil er es nicht mag. Aber so schätze ich den Guten eigentlich nicht ein. Aber er ist gar nicht anwesend. Ich könnte auch nochmal in der Abenteurer-Gilde vorbeischauen, was wir eventuell kaufen könnten. Aber erstmal... Oh, Wickelwürmchen. Wichtig. Oh, eine Schneesüßkartoffel. Dankeschön. Und hier ist die reparierte Brücke. Ich gehe sofort rüber. Ich bin nämlich sehr gespannt. Die haben unsere... Da sind Knochen im Flussbett. Und was ist hier? Ich glaube, hier muss ich mich ein bisschen durchwursteln. Oh, mein Inventar ist voll... Ja, das ist ja ganz bezaubernd. Was finde ich denn hier Spannendes, wenn mein Inventar nicht gerade voll ist? Ich fürchte fast... Ah, nee, nicht ihr.
Inventar E. Ich fürchte fast, ich muss erst mein Inventar leeren, bevor ich mich hier hinbegeben kann. Das heißt, ich muss noch mal nach Hause. Und dann wird... Falsch, ich muss natürlich wieder oben rum. Und das heißt, ich gehe jetzt erstmal ins Museum und gebe da dieses Kauhölzchen ab. Super spannend. Dann werde ich nach Hause gehen, leere mein Inventar, suche morgen eine gefrorene Träne für Sebastian, den ich dann hoffentlich auch ganz bald finden werde. Verlaufe mich gerade auch nur ein bisschen auf einem Weg, den ich eigentlich schon zigmal gegangen bin. Und dann gucken wir, dass wir ein bisschen ausmisten auf unserem Hof. Wenn ich noch genug Holz habe, werde ich noch einmal eine Kiste bauen, die ich dann vielleicht ins Innere unseres Hauses stelle, auch wenn es ein bisschen eng wird langsam. Damit wir da einfach so goldene Sachen aufbewahren, die ich behalten möchte. Ich weiß ja, es gibt diese Farmer-Ausstellung und da könnten wir tatsächlich. Das ist jetzt der. Oh, Pam. Ich hoffe nur, dass Penny ein gutes Leben vor sich hat. Wenn du jemals Kinder hast, wirst du das verstehen. Es ist so trocken im Winter. Meine Haut fühlt sich wie altes Pergament an. Ja, übrigens würdest du es Penny, glaube ich, sehr viel leichter machen, wenn du weniger Alkohol trinkst. Die arme, liebe Penny leidet, glaube ich, ein bisschen unter deinem Verhalten. Oh nein, das Museum hat aber bitte noch offen, oder? Oh Gott sei Dank. Hallöchen, ich möchte gerne etwas dem Museum spenden, und zwar ein Kauhölzchen. Bitte schön. Kriege ich denn schon wieder eine Belohnung? Nein, okay. Oh, warte mal, da war Elliot. Muss mit Elliot sprechen. Hallo, Elliot. Leute haben seit tausenden Jahren vom Meer gelebt. Ich gehe einfach zum Lebensmittelladen. Kann ich aber auch verstehen. Ich glaube, ob wisst ihr was? Wir lesen einfach mal Bücher. Ich hoffe, ich erwische jetzt die richtigen jeweils. Soluk Ulan Pa Eno. Ja, nein, ich lese es jetzt nicht vor, okay? Ich frage mich zwar, was da steht, aber das muss jetzt nicht sein. So, mal gucken, dass ich das hier irgendwie erwische. Nein, das war's auch nicht. Goblins von M. Jasper. Die Spezies, üblicherweise als Goblin bekannt, scheint aus den Wäldern des fernen Nordostens gekommen zu sein. Von weit hinter den Blaubruchhügeln. Charakterisiert durch ihre grüne Haut, helle rote Augen und einen beißenden Geruch, kann ein erstes Treffen mit einem Goblin furchterregend für den unerfahrenen Reisenden sein. Trotz ihrer beunruhigenden Erscheinung besitzen Goblins jedoch eine intellektuelle und emotionale Kapazität ähnlich derer der Menschen und haben kein Problem mit dem Erlernen unserer Bräuche und Sprachen. Die Goblins, die ich traf, waren übrigens freundlich und entgegenkommend, sobald ich zeigte, dass ich nichts Böses vorhabe. Unglücklicherweise haben Jahrhunderte des Misstrauens und Misshandelns durch den Menschen viele Goblins dazu getrieben, sich in die Dienste von Hexen, Nekromanten, Hexenmeistern und anderen geschmacklosen Typen zu begeben. Die traditionelle Ernährung der Goblins besteht hauptsächlich aus Madenfleisch, typischerweise von großen und saftigen Madentypen, die im Goblinwald heimisch sind. Zu besonderen Anlässen genehmigen sich Goblins einen Gegenstand, der sich Schattenmayonnaise nennt. Sie ist die wirklich feinste Delikatesse der Goblin-Küche. Alles klar. Das ist wieder das hier. Ich krieg einfach dieses eine. Notiz von Gunther. Wow, diese Bibliothek ist dank deiner Hilfe echt klasse geworden. Vielen, vielen Dank. Bitteschön. Aber ich krieg einfach. Das ist ein Buch von Marnie. Tiere sind sehr empfindlich. Sie mögen es, jeden Tag gestreichelt zu werden und mögen das Gras draußen mehr als trockenes Heu. Sie mögen es aber nicht, im Regen zu stehen. Glückliche Tiere produzieren hochwertige Erzeugnisse. Oh, jetzt habe ich endlich das Buch. Jetzt habe ich es endlich geschafft, dieses eine Buch anzuklicken. Das finde ich gut. Jetzt habe ich, glaube ich, alle Bücher mal gelesen. Jetzt müssen wir erst wieder neue ausgraben. Und ich merke schon, heute ist sowieso zu spät, um noch irgendwas Produktives zu machen. Ich könnte allerdings. Ah, nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich wollte gerade sagen. Oder, Moment, doch, könnte ich. Ich könnte die Köder in die Krebsreusen packen. Ne, Moment, so. Okay. Das ging ja noch. Und dann könnte ich jetzt noch hier die Köder zurücktun und dafür hier die Wiggelwürmchen ausgraben. Für ein bisschen Lehm. Na gut. Da ist Sam. Mit Sam können wir auch noch reden. Hier bitte. Also, Raya, willst du etwas hierbleiben? Warum nicht? Es ist eine gute Jahreszeit, um all den fehlenden Schlaf nachzuholen.
Okay, dafür habe ich aber gerade keine Zeit, Sam. Tut mir leid. Aber schlaf besser nicht draußen ein, du erkältest dich sonst nur und Harvey hat mehr Arbeit. Wobei, das wäre ja eigentlich gar nicht so schlecht. Harvey hat ja gemeint, er hat im Winter mehr zu tun, da hat er mehr Patienten, auch wenn er nicht möchte, dass es den Leuten schlecht geht und dass sie krank sind. Aber dass es eben trotzdem durchaus praktisch ist, wenn sie ein bisschen krank sind, weil er dann nicht ganz so sehr um seine Existenz fürchten muss. Na gut, wir gehen wieder nach oben. Und ich versuche mal unser Inventar. Oh je. Ja, ich grab das mal eben aus. Okay. Ich hatte gehofft, dass was rauskommt, was wir schon hatten. Ansonsten hätte ich einfach irgendwas weggeworfen. Sehr gut. So. Wiggelwürmchen, ahoi. Und wie gesagt, ich werde jetzt noch gucken, dass ich ein paar Sachen weglege. Es ist ja noch relativ früh an dem Tag. Und ich sehe schon, was ich vergessen habe. Ich hätte die Gießkanne längst wegtun können. Packen wir mal die Sachen hier rein. Okay, was haben wir hier alles? Gar nicht so viel. Ich könnte die Köder hier drauf packen. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Die Winterwurzeln kommen hier rein. Ich könnte einmal... Was habe ich hier noch alles? Den könnte ich aufstellen. Und zwar drin noch einen zweiten. Habe ich hier noch irgendwas? Den Ring. Oh, Moment mal. Kann ich nicht zwei Schmuckstücke tragen? Jawohl. Dann kann ich den hier ausrüsten. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Platz. Dann können wir das hier einmal schnappen. Und ich würde gerne aus einer Wildpflaume, die würde ich gerne einmachen, wenn es geht. Oh, Mist. Ja, da muss ich erst kurz das hier wegtun. Das ist im Falschen. Oh, ich habe so überhaupt keine Orientierung manchmal. Okay, alles gut. Die hier bitte einmal nach oben. Die Gießkanne bitte einmal direkt wieder hier rein. Dann wäre ich ganz glücklich. Da können wir auch die Puppe dazulegen. Und die Sachen nehme ich jetzt hier einfach mal raus. Dann können wir jetzt einmal Pflaumen einmachen. Nein, nicht die Stechpalme essen. Um Gottes Willen. Du sollst einfach hier das Ding rausnehmen und stattdessen die Pflaume rein. Nein, die sollst du auch nicht essen. Du sollst die hier in das... Nein, du sollst die einfach hier reintun. Kann ich die nicht da reintun? Brauche ich dafür was anderes? Moment. Mal eben gucken. Und wenn ich das so mache, kann ich die Blaubeere da? Oder muss ich da Gemüse reintun? Ich bin gerade... Ah, jetzt ging's. Vermutlich wäre es auch mit der Pflaume gegangen. Naja, egal. So, das kommt hier wieder rein. Die Pflaume kommt hier wieder raus. Und die Pflaume wieder hier nach oben rein. Dann haben wir das auch. Die goldene Pflaume könnte ich, weiß ich noch gar nicht, verkaufen oder so. Wir nehmen einmal einen Müll, einen einzelnen, und packen den hier in dieses kleine Raffinerieteil. So. Jetzt wollte ich schauen, ob wir denn noch einmal Holz, eine Kiste herstellen können. Da brauche ich 50 Holz für, das müsste eigentlich reichen. Ich weiß, es wird schon wieder später, aber wir haben ja ein bisschen Zeit. Ich brauche hiervon alles, dann tun wir das hier rein, perfekt. Und jetzt kann ich noch eine Kiste herstellen. So, die Kiste würde ich gerne hier hinstellen, direkt neben unser Häuschen. Und ich würde sie gerne weiß einfärben. Und da packen wir jetzt einfach mal was Goldenes von allen möglichen rein. Davon was Goldenes. Sehr gut. Ich sammle jetzt einfach von allen möglichen... Die Pastinaken, die goldenen, muss ich auch behalten. Da haben wir eine goldene... Die Pflaumen haben wir in irgendwas ganz anderem drin. Wir haben golden davon. Die Edelwicken könnte ich... Moment, die Edelwicken sind hier komplett falsch drin. Das sind Blumen. Die Edelwicken kommen hier rein. Und ich würde sagen, Stechpalmen und diese Kristallfrüchte eben auch. So, jetzt muss ich aber erstmal kurz hier noch gucken, wo wir die... Das hier haben. Die goldene Nautilusmuschel brauchen wir nicht. Da behalten wir die normale. Da auch das normale. Ja, jetzt haben wir hier fast nur noch normale Sachen drin. Gut. Ich guck mal eben schnell nach den Pflaumen. Eventuell mache ich das sonst auch einfach... Na, wobei, das ist auch doof. Einfach mal schnell offscreen. Geht nicht so gut.
Okay, wir haben hier das restliche Holz, das ich reintun kann. Wir haben sonst keine Ressourcen. Ich habe eine goldene Nautilusmuschel, die ich gerne in diese Kiste packen würde, die ich jetzt aber, glaube ich, einfach Geld mache, wie die Goldsachen. Die haben wir schon. Ich würde eine von diesen Pflaumen behalten wollen. Die andere Pflaume, das kommt auch einmal hier rein. Jetzt muss ich noch meine normalen Pflaumen irgendwo reinpacken. Und wieso habe ich so viele Fledermausflügel? Ich habe doch das zweite Bündel komplettiert, oder? Moment, ganz kurz. Heizraum. Ja, mir fehlt nur noch das eine. Das ist jetzt irritierend. Okay. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Was wollte ich hier jetzt machen? Ich wollte eine gefrorene Träne schon mal für Sebastian mitnehmen. Das wollte ich machen. Bitteschön. Da kommen die Fledermausflügel hier wieder rein. Da kommt die. Die Löffel kommen hier einfach auch mal rein. Sortiert ist es. Die Pflaumen packe ich jetzt einfach mal kurz da rein. Ah, hier haben wir noch eine Auster. Die kann ich auch noch wegtun. Das hier darf ich nicht behalten. Die hole ich gleich wieder raus. Das muss auch erstmal hier rein. Das Lehm kommt auch hier rein. Verkaufen, verkaufen. Das nicht. Das räume ich gleich weg. Die Auster könnte ich noch wegtun. Ich weiß, es wird immer später. Ich bin einfach nicht sonderlich organisiert. Das muss ich zugeben. Hier die Auster. Was haben wir hier denn noch alles? Wir haben eine Miesmuschel, die kann ich in die Goldtruhe legen. Wir haben eine Rotbarbe, da kann ich eine verkaufen, eins in die Goldtruhe legen. Wir haben weißen Thunfisch, da kommt einer in die Goldtruhe. Sehr schön. Sehr gut. Goldtruhe, ahoi. Die gelbe Goldtruhe. Da kommt also eine Rotbarbe rein, eine Auster. Haben wir schon drin, die haben wir auch drin und der kommt auch da rein. Sehr gut. Und der Rest, der wird jetzt verkauft. Nach und nach werde ich mich von ein paar Sachen eben trennen. Das kann weg, das, das, das. Und diese Dinger hier. Gut. Auf die Weise habe ich dann irgendwann hoffentlich auch ein wenig Platz. Ich könnte die Kürbisse, würde ich gerne aufbewahren. Wir könnten die Lachsbeere habe ich nur einmal eine goldene. Melone habe ich nur eine goldene. Preiselbeeren, ach, das sind so Sachen, die ich gerne irgendwie zum Verschenken behalten würde. Amaranth würde ich gerne einmal ein goldenes behalten und zweimal verkaufen. Das ist jetzt da genauso eigentlich. Weizen eigentlich auch. Das lohnt sich, glaube ich, nicht, deswegen so ein bisschen was aufzuheben. Ich mache morgen noch ein bisschen weiter dran. Okay, ich wollte einen davon behalten, einen davon, einen hiervon, das und das. Ich werde definitiv noch eine Goldkiste brauchen. Aber dann kommen wir wenigstens so ein bisschen Geld. Das wäre gar nicht schlecht. Zack, zack und zack. Sehr gut. Was haben wir denn hier bei den Blumen noch drin? Das stimmt alles so. Ich würde es auch alles gerne so lassen. Den kann man, glaube ich, verkaufen. Die Blümchen könnte ich aufstellen. Hier sind unsere noch eine extra Vogelscheuche. Was haben wir hier unten drin? Spannendes. Eine Kartoffel, die würde ich einlagern. Da würde ich beide behalten. Die brauchen wir nämlich noch fürs Bündel. Die würde ich eigentlich auch für Demetrius eine aufheben vielleicht. Und da ist auch noch eine Blume drin. Moment. Die Blumen bitte wieder zu den Blumen. Aber die würde ich trotzdem schon mal einlagern. Die Lachsbeere kommt ganz woanders rein. Die Melone übrigens auch. Okay. Und der Lehm eigentlich auch. Genauso wie der Eisenbarren, glaube ich. Die Melonen müssten eigentlich hier oben drin gewesen sein. Die Lachsbeere ist auf jeden Fall hier drin. Ich und mein Chaos. Es ist furchtbar, ich weiß. Okay, wir haben. Das bleibt hier und das darf hier bleiben. Und langsam geht es auf 23 Uhr zu. Das ist schön. Der passt hier gar nicht erst rein. Das hier jetzt nehme ich hier mal die gefrorene Träne raus für Sebastian. Der Eisenbarren, den tun wir irgendwo anders rein. Den tun wir einfach hier rein. Das passt. Okay, dann haben wir für morgen eigentlich soweit alles. Und dann würde ich fast sagen, wir könnten uns schlafen legen. Oder sollen wir noch ein bisschen umsortieren? Dann wird es halt eine sehr sortierlastige Folge. Ich glaube, das machen wir. Okay, die Kürbisse würde ich gerne alle drei aufbewahren. Von dem Hopfen würde ich einen wegtun. Von dem Mais würde ich einen weg. Da würde ich auch eins behalten. Hier würde ich auch eins behalten. Eins jeweils behalten von den Sachen. Und ansonsten verkaufen wir die goldenen, damit wir endlich zu Geld kommen. Damit ich auch endlich einen Angriff nehmen kann. Warte, die wollte ich alle behalten. Eins, 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 eins und eins und eins. Den Rest verkaufe ich einfach mal. Den brauche ich nicht für Bündel oder anderes.
Zack, 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 zack und zack. Es wird radikal ausgemistet. Dann kann ich nämlich morgen tatsächlich über die Brücke gehen. Das wäre so, so schön. Hier sind normale Kartoffeln drin. Die Eichel habe ich, glaube ich, gar nicht. Kann ich Wolle... Warte mal, kann ich Wolle eventuell... Ich bin so doof, oder? Es ist die Wolle, richtig? Es ist die Wolle. Es ist irgendwo... Es ist irgendwo Wolle. Richtig? Ich kann irgendwo Wolle einlagern. Wo? Ich bin so doof. Ich bin so doof. Nein, nein, es ist keine Wolle. Es ist keine Wolle. Okay, ich bin beruhigt. Ich bin sehr beruhigt. Davon habe ich zu wenig, davon habe ich gar keine. Okay. Hier könnte ich Wolle einlagern. Ich brauche also einmal Wolle. Okay, dann tu bitte die Wolle wieder hier rein. Und die Eichel packen wir in das andere. Und dann legen wir uns schlafen, bevor es nach Mitternacht ist. Und die Folge wird jetzt einfach ein kleines bisschen kürzer, würde ich sagen. Ich wollte gar nicht. Ich glaube, ich kann hier wieder... Genau, ein Stein. Oh, ein Stein. Das ist ja grandios. Ich würde übrigens noch den Baum hier kurz fällen wollen. Wir haben ja im Prinzip überhaupt keine Energie heute verbraucht. Von daher passt es schon. So, dann lohnt sich das auch noch mal kurz an die Kiste zu gehen. Ja, ich weiß, du bist müde, aber das Schlafen gibt es erst ein bisschen später. So. Ich habe keinen Feuerquarz. Ich komme nicht, ehrlich, nicht drauf, was ich noch alles einlagern. Also, welches Bündel ich komplettieren können sollte. Ich kann nur hoffen, dass es das eine ist, an das ich jetzt gedacht habe, nämlich das mit den... mit der Abenteurergilde. Ich hoffe sehr, dass es das hier war. Dann gehen wir mal rein. Da stelle ich den zweiten Ofen stelle ich nicht auf. Ich brauche dringend ein größeres Häuschen. Aber für heute würde ich sagen, war es das erstmal. Wir gehen ins Bett. War jetzt ein einzelner Tag nur, aber das muss auch mal sein. Dafür haben wir massig verdient. Guckt euch das mal an. Wir haben über 7000... Das ist fast... Wir haben unser Vermögen beinahe verdoppelt. Einfach nur, indem ich jetzt endlich mal die Sachen verkauft habe, die wir nicht wirklich brauchen. Wunderschön. Es fühlt sich gut an. So, damit verabschiede ich mich erstmal für heute. Es ist eine etwas kürzere Episode, aber wenn ich da jetzt noch einen zweiten Tag dran gehangen hätte, oje, dann wäre die Episode eine Stunde lang. Das muss ja auch nicht sein. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Macht euch bis dahin noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Danke übrigens auch an der Stelle für alle Tipps und gut gemeinten Ratschläge, die ich bekomme. Ich freue mich da wirklich sehr drüber. Und solange ihr mir nicht einfach sagt, oh, übrigens, das ist das, also solange ihr es mir nicht zu direkt sagt und mir Sachen spoilert, freue ich mich wirklich über jeden Tipp und jeden Ratschlag. Und deswegen auch ganz, ganz lieben Dank an den lieben Acht, dass er mir das mit dem Bündel gesagt hat, was mich jetzt ein bisschen in den Wahnsinn treibt. Ich hoffe, du hast das Abenteurerbündel gemeint. Und dass er mich vor allem an die Brücke erinnert hat, die wir eben jetzt am nächsten Tag, nachdem wir Sebastian ein Geschenk gegeben haben, da werden wir uns da ein bisschen durchprügeln und dann gucken, wo wir da genau landen. Jetzt aber wirklich Dankeschön, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht euch einen flauschigen Tag und bye bye. So, bye bye.